Wir haben das Projekt My Minecraft School gemacht. Das Problem war, dass Schule langweilig ist und Schulwege häufig sehr anstrengend sind und das Schulsystem dringend eine Überarbeitung braucht. Die Lösung dafür war, dass wir eine Schule in Minecraft bauen. Die Idee war, dass wir eine Schule mit Aufgabenwissen und verschiedenen Freizeitangeboten in Minecraft machen. Dazu haben wir zwei verschiedene Belohnungssysteme. Einmal mit Erfahrung, wo das dann auf einer Rangliste angezeigt werden kann und es dann Noten ersetzen kann. Dann haben wir noch, dass man schnell zu den verschiedenen Klassen sich teleportieren kann, so dass man nicht einfach ständig zwischen den Klassen hin und her laufen muss. Und zusätzlich haben wir vieles mehr. Dabei haben wir verschiedene Räume, die verschiedene Funktionen erfüllen. Als erstes haben wir den Hub, wo man dann ganz schnell die verschiedenen Räume erreichen kann, ohne große Umwege. Ja, ich habe ein Eisbärenhaus gebaut. Mein Lieblingstier ist ein Eisbär, also habe ich ein Eisbär gebaut. Dort kann man reingehen und man findet Aufgaben und Bücher voll mit Wissen über Eisbären. Genau, das Jump'n'Run gehört zu einem Teil des Sports. Es gibt zwei Jump'n'Runs. Das erste ist für Anfänger. Und ja, so viel dazu. Genau, dann geht es zur Sporthalle mit Rundlaufbahn. Da in Minecraft Sport nicht anstrengend ist, da man nur ein paar Tasten drücken muss, damit man rennen kann und all das, habe ich mir einen Parcours gebaut, damit es ein bisschen erschwerend ist. Genau, das zweite Jump'n'Run ist eher etwas für Fortgeschrittene und es ist auch mit Belohnung ausgestattet. Ja, das Logic Quiz. Ich habe etwas gebaut, wo man zuerst erfährt, was sowas wie AND, NOT oder OR-Gatter sind. Und das wird dann halt in einem Quiz abgefragt. Und man muss halt vielleicht auch später noch selber solche Gatter bauen. Genau, der Garten ist so eine Art Pausenhof mit einem Hasenstall und einem Eisbären-Eisberg, sag ich mal. Es gibt ein Haus, also es gibt ein kleines Gebäude zum Unterschlupf, falls es regnet, und noch ein anderes, damit man wieder zurück zum Hub kann. Da haben wir einmal den Redstone-Raum. Der ist für mich ganz besonders schön, weil der halt das kombiniert, was wir ITler hier zum Beispiel bräuchten. Und zwar kombiniert er Wissen, Fehlersuche und allen möglichen, um so gut wie es geht, hier durch die Level zu kommen. Die werden natürlich von leicht zu schwer. Da wird auch im Spiel noch erklärt, wie die einzelnen Redstone-Mechaniken funktionieren, damit man auch damit schon mal etwas machen kann. Redstone ist in diesem Spiel sozusagen eine Art Stromquelle oder Strom, was auch noch ganz gut passt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas mit Hardware macht. Dann habe ich noch ein Quiz erstellt mit verschiedenen Fragen zum Allgemeinwissen, zum Beispiel, was ist der längste Fluss der Welt oder was ist der größte Ozean der Welt, was man dann lösen kann, indem man einfach die richtige Antwort anklickt und dann wird man einfach zum nächsten Raum teleportiert und kriegt entweder, wenn man es richtig hatte, extra Punkte oder wenn man es falsch hatte, passiert halt nichts. Genau, der Eierlauf ist ein Teil des Sports. Es gibt den grünen und den roten Bereich. Man kann bis zu über 16 Eier mitnehmen, falls man Bock hat. Kann aber auch nur ein Ei nehmen. Genau, man soll auf dem grünen Bereich laufen. Wenn man den roten berührt, lässt man quasi alle Eier fallen. Das Teleportbuch, das ist... Da kann man auf die verschiedenen Knöpfe drücken, da wird man von Raum zu Raum teleportiert.
damit man halt schneller von Raum oder Klasse zu einer anderen Klasse kommen kann. Natürlich braucht eine Schule auch ein Klassenzimmer für Mathe und dafür haben wir Aufgaben zum Satz des Pythagoras gemacht, die auch automatisch kontrolliert werden. Das war unsere Präsentation. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und noch vielen Dank an die Mentorinnen und Mentoren. Vielen Dank euch. Ich würde gerne mal auf dieses Redstone-Rätsel zurückkommen. Also ich habe das so verstanden gestern Abend, dass man da auch gucken kann, wie man Stromkreis erstellt. Ist das korrekt? Ja? Also kannst du da so ein Beispiel geben für so eine, wie läuft das ab? Also man hat halt verschiedene Schaltungen, die ich von einfach bis nach schwer kategorisiere. Mit einfach sind ganz normale kleine Sachen wie ein kleiner Stromspeicher, wie verzögerte Schaltungen. Und später kommen dann halt komplett komplizierte Sachen, wie zum Beispiel Grafikkarten, Computer, Quantencomputer. Kann man tatsächlich bauen, auch wenn man es glaubt oder nicht. Das ist dann absolute Endstufe von Redstone-Techniken in Minecraft. Das sagen wir, also da geht man dann wirklich mit auf dem, wie Minecraft programmiert ist, ein, um die dann zu bauen. Okay. Ich habe noch eine Frage an dich, Maxi. Du hast auch ein bisschen erzählt, dass über sozusagen grundlegende Programmierfunktionen. Ist das etwas, wo du sagst, das hättest du gerne mehr im Unterricht oder in der Schule? Oder gibt es das bei euch schon? Oder? Also Programmierunterricht? Ja, du hast darüber... Auf jeden Fall Programmierunterricht hätte ich auf jeden Fall viel mehr gerne. Mhm. Also ich hatte in der Grundschule mal so ein Computerkurs, aber das könnte man eher so LibreOffice-Grundlagen für Anfängerkurs nennen. Das höre ich nicht zum ersten Mal, ja. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise von euch nochmal hier so eine Botschaft, dass Programmieren oder Grundlagen des Programmierens unbedingt in den Schulunterricht gehören, ja? Kann ich das richtig verstehen? Okay. Ich hoffe, das wurde gehört hier, zumindest im Plenum auf jeden Fall und online dazu auch. Vielen Dank euch.